Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Jawohl, ich bin auf jeden Fall am Montag live, das kann ich euch jetzt schon ankündigen. Und ja, Leute, wir haben ja das neue Event da. Wir haben ein neues Event am Start, das Spring Showdown Event. Falls ihr noch nicht so ganz wisst, was Free-to-Play ist und wie das Ganze so funktioniert, schaut euch auch gerne das Video von gestern dazu an. Gestern gab es zwei Videos, nochmal ein lustiges, kleineres, kürzeres Video, was ich nochmal ein bisschen so zusammengekattet habe, was mir noch passiert ist. So, also könnt ihr natürlich auch gern mal vorbeischauen. Jawohl, Leute. Ich denke mal, wir gehen einfach mal schon rein hier. Ich habe nämlich jetzt für den Livestream am Montag schon richtig viel vor. Wir haben UCL, wir haben Ligatour, haben wir hier 80 Plus Pack, wir haben generell halt hier ein Laternen-Event, wir haben alles mögliche. Top-Transfer gibt es nicht mehr, wollte ich gerade eben sagen, aber Frühlings-Showdown gibt es ja jetzt auch. Und da gibt es jetzt auch die Eiersuche. Und wir werden da heute nämlich reinballern. Okay, ich kann jetzt noch nicht spielen, okay. Muss ich noch ein bisschen noch warten, bis es, ja genau, 5 Stunden. Okay, wir werden da nämlich reinballern auf jeden Fall. Denn dieser 93er Fernandinho wird der beste Spieler sein, den man hier jemals bekommen kann, bei dieser Eiersuche. Deswegen, Leute, ich blende euch mal hier die Liste ein, welche Spieler noch kommen werden. Und da ist der Beste nach Fernandinho, sind einfach nur noch ein 92er Acuna und ja, dann halt noch 91er Abraham und Ødegaard. Mehr nicht. Also, ja, das ist schon heftig. Das heißt, dieser 93er Fernandinho wäre absolut krank, den zu ziehen. Puh, Leute, es wird wild. Es wird sehr, sehr wild. Und damit ich ja natürlich nochmal ein bisschen erhöhte Chance vielleicht habe, natürlich, gehen wir nämlich nochmal rein in den Shop und holen uns mal vielleicht nochmal ein paar Korbpunkte. Dafür gehen wir nämlich nochmal rein in den Shop und zwar werden wir nämlich jetzt hier uns das Ganze mal anschauen. Also ich werde mir auf jeden Fall ein Pack holen. Ich habe leider nur 1285 Gems, das heißt es wird auch leider nur eins. Und ich werde auf jeden Fall dieses hier nehmen, weil hier habe ich safe 4 Frühlingskörbe. Und bei dem anderen hier hätte ich zwar noch die Chance auf einen Spieler, aber die Chance beträgt 1% und im Endeffekt bekommt man sowieso nur einen Frühlingskorb und keinen Spieler. Und deswegen, das will ich natürlich nicht. Deswegen ganz easy hier auf Safe gehen, 4 bekommen. Hier könnte ich natürlich auch öffnen, aber kriegt man leider nur einen. Deswegen, Leute, klare Sache, dass man das hier öffnen wird. Ja, Leute, let's go. Zack, da werde ich mir einmal das Angebot kaufen. Vielleicht ein zweites Mal, mal schauen. Aber ich möchte auf jeden Fall hier, also, na, auf jeden Fall, was heißt schon auf jeden Fall, ne? Es wäre sehr, sehr geil, wenn ich ihn ziehen könnte. So will man das mal sagen, okay? Ich werde nämlich jetzt auch hier ganz rechts öffnen, weil hier hat man auf den Fang des Tages da oder auf diesen Zaun, um hier die täglichen Bonuskorb, hier Boni, hat man hier die größte Chance, was davon zu ziehen. Das heißt, Leute, wir gehen rein. Let's go, ich bin gespannt. Durchatmen! Durchatmen, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, let's go. Gönn ihr. Erstes Pack. Nichts drin. 30.000 Münzen. War das schon was hiervon? Nee, ne? 300.000 wäre es okay. Perfekt. Komm schon. Hier wirklich Fernandinho zu ziehen, wäre der absolute Wahnsinn. Gönn. Nein, kein Walkout. Und wieder nur 30.000 Münzen. Ich ziehe gefühlt hier nur Münzen, oder? Komm schon, EA. Gönn noch mal was Gutes. Gönn, EA, und leider nichts. 300.000, doch, 300.000, jawohl. Einen Bonus habe ich bekommen, einen. Ich hätte aber gern Fernandinho. Fernandinho wäre geiler gewesen, ganz ehrlich. Puh, komm schon. Ey, Leute, die Spannung steigt. 7 habe ich noch. 7 verbleibende. Zur Not würde ich noch mit meinen FIFA-Points was machen, aber das will ich eigentlich nicht. Gönn. Oh, schade. Oh, es müsste ein Walkout kommen, aber im Ende, Leute, stellt euch einfach mal vor, ich kriege jetzt 5 Silberspieler und davon ist einer random ein 85er Walkout, ein 85er Base Walkout und ich denke, es ist Fernandinho. Komm schon, gönn. Oh, es sind die 5 Spieler und das heißt, Fernandinho kommt zum Schluss. Oh, ich hoffe, ich krieg den noch. Ja, super. Super, 60 Plus Spieler, danke dir. Und hier nochmal 62 Plus Spieler. Super. Absolut geil. Ja, ein 67er. Na gut, super. Ey, komm, wie viele Punkte habe ich noch? Noch 5 Punkte. In 5 Punkten. Komm schon, Fernandinho. Komm schon.
Es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig, ihn zu ziehen. Komm. Ah, Eierschalen. Eierschale ist okay, aber dafür brauche ich eigentlich 4. Komm schon. Ey, wenn jetzt EA wirklich beim letzten den Fernandinho jetzt einfach nicht gönnt. Bitte, 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 gönn. Nein. Oh, Skillies. Es war so klar, sie gönnen die Münzen und die Silberspiele, aber Fernandinho nicht. Komm schon. EA, gönn. Gönn. Nein. Ah, schade. Wieder Skillies. Meine Güte, ich will Fernandinho. Ich will Fernandinho. Gönn. Gönn. Komm, vorletztes Nein. Ja, Frühlingskorb zurückbekommen. Okay, Frühlingskorb zurückbekommen ist gut. Das heißt, ich habe noch zweimal die Chance. Puh, komm schon, es muss ein Walkout werden, oder? Ist es ein Walkout? Es müsste ein Walkout werden. Gönn, 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 gönn. Nein, einen habe ich noch. Und sonst müsste ich nochmal reinballern mit meinen FIFA-Points. Habe ich eigentlich wenig Lust drauf, aber es müsste wahrscheinlich dann so passieren. Oh, ey, wenn das... Ey, Leute, ey, wirklich, das geht auf die Nerven, wirklich. Es geht so auf die Nerven. Komm schon, komm, gönn. Nein, Eierschalen. Ich muss nochmal aufladen. Ich lade mir nochmal Körbe auf. Aber nur noch, ich kann nur noch einmal aufladen hier. Also bitte, gönnt jetzt wenigstens EA. Wenigstens jetzt. Wenigstens jetzt. Meine Güte. Boah, ey. Eigentlich wollte ich die FIFA-Points nicht raushauen, aber er ist sonst bald weg, der Fernandinho. Und so, woanders kriegt man die Frühlingskörbe nicht. Außer halt täglich 6 und dann mehr nicht, ne? Oh, Markt gibt sowas Neues. Was kann ich noch? Habe ich jemanden verkauft? Ja, habe ich. Ishak, okay, zack. Und Kufal, perfekt. Habe ich nochmal über 5 Millionen wieder. Habe nämlich nochmal zwischendurch wieder ein bisschen was ausgegeben. Aber dazu vielleicht morgen nochmal mehr. Komm schon, Eiersuche, bitte. Bitte, brecht mich nicht. 4-mal noch die Chance. Komm schon. Fernandinho, gönn! Nein! Oh, Leute, sie werden mich so brechen. EA wird mich so brechen, ich sag's euch. EA wird mich so brechen. Komm schon, bitte. Bitte, gönn. Ja, Fernandinho, ich hab ihn, Leute. Let's go. Da ist er. Uff, ich hab ihn gezogen. Finally, Leute, ich hab ihn endlich. Oh, geil. Meine Güte, 3 Millionen wert, der wird noch so krass steigen. Jawohl, ich hab ihn gezogen. Boah, war das eine schwere Geburt, aber ich hab ihn, Leute. Geil. Das war gut. Das war richtig, richtig gut. Das freut mich, Alter. Ein Fernandinho, natürlich wird er jetzt 1000 Mal auf dem Markt sein und ja, aber in 2-3 Wochen wird er richtig viel was wert sein, weil es den dann nicht mehr gibt. Oder wie viel bringt denn der derzeit noch? Aber es wird, ja, safe sind jetzt, ja, genau, das war klar. Das war so klar, aber, Leute, geil. Puh, Leute, da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Ey, weil hätte ich jetzt den nicht bekommen mit meinen FIFA-Points, dann wäre es aber mal eine ganz, ganz schwierige Sache gewesen. Ich habe genau 187 FIFA-Points, das ist auch wild. Sehr, sehr wild. Leute, das war jetzt heftig, aber freut mich, dass ich ihn zusammen habe, genau. Und ja, Leute, das heißt, wir sehen uns auch dann, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und auch genau am Montag der Livestream. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal und tschüss.